Ja, hallo Leute. Gestern ist eine neue Insel aufgetaucht und zwar hier Wedding, Nami und Perona. Das stammt ja auch Morias Thriller Bark und da wollte Absalon ja Nami heiraten. Da fehlt daher das Kostüm für die Hochzeit, also das Brautkleid. Ja, ich zeige schon mal, wie man die 30 Stamina-Version macht. Und dazu werde ich ein Rally-Team benutzen. Die ganze Mission ist überwiegend in Gelb. Daher habe ich jetzt ein komplett lilanes Team genommen. Also ein In-Team. Und also ihr könnt natürlich auch ein buntes Team nehmen. Warum? Das zeige ich. Dazu komme ich dann etwas später. Wir haben jetzt hier mal wieder die üblichen verdächtigen Gegnern. Und es geht jetzt darum, die Runden auch zu gewinnen, wie immer, um später unsere Attacken benutzen zu können. Wir gingen jetzt schön hier schön viel Schaden ab, aber das macht jetzt nicht so viel aus, weil wie ihr hier sehen könnt, habe ich mit diesem Team so viel Recovery, dass ich stolze 2000 an Energie wieder bekomme, an Leben. Daher ist es nicht ganz so tragisch, wenn man getroffen wird. Ja, jetzt habe ich ihn auch besiegt. Jetzt hat er eine Runde verschenkt. Aber wir haben ja noch sehr, sehr viel Zeit. Genug da Runden zu gewinnen. So, jetzt hätten wir den schon mal weg. Und jetzt kommt ja die Köder, die machen jetzt nicht viel zu Schaden. Gerade mal ein bisschen mehr als 1000. Legen wir den hier und jetzt können wir hier an der Schildkröte auch nochmal schön 3 Runden gewinnen. Ihr müsst aber dabei aufpassen, dass ihr nur mit Leuten angreift, die auch jetzt einen 4er Schaden machen. Ja, also zum Beispiel jetzt Trebol wäre es nicht so gut, dann macht er glaube ich 6 Schaden oder mehr. Und damit wären es dann nur noch 2 Runden als Schildkröte. Jetzt haben wir wieder volles Leben. So. Ich nehme den hier mal. Jetzt habe ich den leider besiegt. Bisschen schwierig, dann muss man manchmal so ein selbst dann ausmachen. Dann tun wir aus. So. Und hier wären wir auch schon bei Lola. Also sie ist jetzt kein geheimer Boss. Sie taucht hier wirklich jede Runde auf. Und also auf Orbs zu achten ist eigentlich unwichtig, weil man hier sehen kann, also dass sie dann sowieso die dann wild durchmischt. Stellt jetzt kein großes Problem dar. So, da hätten wir es schon mal besiegt. Und jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Und zwar sehen wir hier Nami im Brautkleid.
Und das ist hier so, dass sie hier in ganzen vier verschiedenen Formen auftauchen kann. Also sie kann hier allein auftauchen, so wie wir es hier sehen. Sie kann mit Lola auftauchen, sie kann mit Absalon zusammen auftauchen. Oder mit Absalon und Sanji zusammen. Und also wenn sie jetzt hier nur allein auftaucht, geht's halt schneller, aber Absalon und Sanji sind hier dann auch droppbar. Und ja, machen halt nicht den Kampf schwieriger. Ich sag mal, Tsunami sollte man nicht unter 50% kriegen, weil sonst macht sie dann ihr Swing-Arm-Technik und das zieht ihn sehr viel ab. Also am besten, wenn jetzt Absalon auftaucht, kümmert euch erst um Absalon, weil der hat sehr wenig Leben, genauso wie Sanji, genauso wie Loda. Habt ihr auch vorhin bei Loda gesehen, das geht dann recht fix. Und also wir können uns jetzt eigentlich auch Nami in einer Runde besiegen, aber wir machen es erstmal so. Vorsichtshalber ziehen wir erstmal das ab, was da ist. Jetzt haben wir hier gut ein Drittel abgezogen. Also jetzt eine andere Swim-Arm-Technik. Also später hat sie dann nochmal eine. Da zieht sie, ich glaube, so um die 8000 ab. So. Jetzt können wir dann unsere Techniken benutzen. Und sie dann auch in einem Zug dann besiegen. Das heißt, mit Trebol haben wir jetzt nochmal einen Ort dazu gewonnen und der sperrt die dann auch noch für die nächste Runde. Jetzt können wir eigentlich nur Crocodile benutzen, also das hat jetzt auch keinen Einfluss auf die Orbs gehabt. Aber wir besiegen sie auch so. Und also was man jetzt noch erwähnen musste, das habe ich vergessen am Anfang zu erwähnen. Und zwar gibt es hier bei dieser Mission eine Einschränkung. Und zwar und zwar dürfen nur Saber und Slasher-Charaktere mitgenommen werden. Daher dieses Team. Könnt darauf achten. Also ihr könnt zum Beispiel auch ein Slasher-Team benutzen. Wie gesagt, ein Regenbogen-Team. Ihr könnt zum Beispiel auch blaue mitnehmen für Absalom und für Lola. Ihr könnt aber auch grüne mitnehmen. Zum Beispiel Doflamingo für Sanji, aber der taucht da wirklich sehr selten auf. Also, wie gesagt, ich würde mich dann am meisten eher so auf das Lila konzentrieren, auf die Endtypen, weil die ganze Mission ist überwiegend in Psy und Nami ist ja auch der Endgegner. Und zwar nicht besonders schwer, aber trotzdem, also mit Endtypen hat man es hier am leichtesten. Was Skillbooks angeht, da gibt es eben die Whiskey Brothers, die sind hier auch die Geheimgegner. Das ist völlig unwichtiger Charakter, also den werdet ihr niemals brauchen müssen. Und was hier in Skillbooks dann nochmal gibt, also es gibt Kumadori, es gibt Eki, also von den CP9. Die sind jetzt auch neu, die neuen Bücher. Und von Int Ivankov gibt es ja auch die Bücher, also das ist sehr gut. Also die solltet ihr euch dann holen, wenn ihr ihn habt. Weil er hat wirklich einen sehr guten nützlichen Effekt. Ja, ansonsten, Nami hat viel Recovery, aber ansonsten hat sie auch keine so besonderen guten Werte oder Effekt. Ähnliches gilt für Lola. Sie ist ein Slasher-Type, sie könnte irgendwann mal gebraucht werden. Sie hat auch viel HP. Ansonsten sind es jetzt zwei Charaktere, die man nicht unbedingt braucht. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, wenn ihr Lust habt. Und bis bald.